So, liebe Carrera-Freunde, Essen fängt so langsam an zu kochen, und zwar diesmal kein Stahl, denn hier kocht so langsam das Blut in den Adern bei diesen vier Halbfinalteilnehmern. Das sind einmal Andreas Mühlberg, Axel Boltmann, Lukas Wehn und Andreas Loth. Und hier sehen wir es, die Reifen werden nochmal präpariert, damit hier maximale Haftung garantiert ist. Jeder hat hier seine eigene Technik, der eine mit Speichel, der andere ohne. Mühlberg da hinten mit Musik auf den Ohren. Und auch Xavier läuft so langsam heiß hier bei seinem Moderationsmarathon. Und Andreas Loth hier jetzt auch voll konzentriert, wischt sich nochmal den Schweiß hier am T-Shirt ab. Und ich übergebe das Kommando und das Mikro hier jetzt an Xavier und wünsche allen natürlich viel, viel Erfolg. Startup-Sequenz läuft. So, der erste Frühstart, wenn ich das richtig sehe, war das der Lukas Wehn. Nächster Frühstart, also die Nervosität ist hier ganz klar auf dem Beifahrersitz. Und da wird bereits ordentlich gekämpft hier. Dominik Mühlberg mit einer Aktion, die hier natürlich im Grenzbereich war. Dominik Mühlberg setzt sich hier aber an die Spitze und ist im Moment der schnellste hier in diesem Fahrerfeld, 9,402. Platz 2 für Axel Boltmann. Lukas Wehn auf dem dritten Platz, Andreas Loth auf Platz 4. Hat aber noch nichts zu sagen, haben wir gesehen im letzten Lauf. Dieser Abflug von Dominik Mühlberg hat ordentlich Zeit gekostet und sofort ist Axel Boltmann da, hat die Führung genommen. Axel Boltmann jetzt an der Spitze vor Dominik Mühlberg, Lukas Wehn auf Platz 3. Andreas Loth auf Platz 4, 13,1. Er kommt hier nicht in diesen Lauf hinein, findet hier keinen Rhythmus. 13er Zeiten, 10er Zeiten. Also das schwankt, das ist ein Hoch und ein Runter. Das ist die zweite Aktion von Dominik Mühlberg. Das werden wir ahnden. Dominik Mühlberg wird hier mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe behaftet. Das war das zweite Mal, dass er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf dem Niveau muss man da wirklich vorbeikommen. Dominik Mühlberg, das ist sein Lauf gewesen, hat diesen Lauf gewonnen. Dominik Mühlberg auf Platz 1, Lukas Wehn auf Platz 2, Axel Boltmann auf Platz... Nee, Axel Boltmann auf Platz 2, Lukas Wehn auf Platz 3, Andreas Loth auf Platz 4. Also, dieser Lauf ist abgeschlossen. So, ein herzlichen Glückwunsch dann auch von mir an Andreas Mühlberg und Axel Boltmann und euch beiden alles Gute fürs Finale. Und mit diesen paar Einstellungen verabschiede ich mich hier aus diesem zweiten Halbfinale in der Altersklasse 3. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Lauf. Bis dann und bye bye.